Hallo meine Freunde, heute war wieder unser politisches Treffen. Mega, mega Diskussion. Ja, welche Partei kann Deutschland wieder aus der ganzen Misere führen? Fällt natürlich immer wieder die Farbe Blau. Blau zusammen mit Schwarz. Ja, und dann kam natürlich wieder die AfD ist nicht wählbar, weil da gibt es ja den Höcke. Wenn der Höcke weg ist, dann vielleicht, ja. Also, da habe ich eine Frage gestellt. Gibt es irgendeine Partei von den Altparteien, wo man eine Handvoll zusammenbekommt, wo man sagt, das sind Top-Demokraten? Wenn die sprechen, da fühlt man sich angesprochen. Ja? Da sagt man, genau das wünschen wir uns von unserer Politiker, von unserer Volksvertreter. Gibt es da von der CDU, SPD, Grüne, FDP jeweils 5 Leute? Ja, seht ihr, da müsst ihr ganz schön lange überlegen. Was ist bei der AfD? Da gibt es den Höcke, der ist fraglich. Ja, aufgrund seiner Mimik, Gestik, Aussprache. Aber da gibt es den Baumann, da gibt es den Brandner, da gibt es den Schupalla, da gibt es den Curio, da gibt es den Hess, da gibt es Vinzenz, da gibt es die Alice Weidel, da gibt es den Sichert, ja, den Sigmund, Storch. Boah, ich habe mal ganz kurz 10 erwähnt, wo ich sage, wenn die reden, dann merkt man, das sind Demokraten, die für Deutschland reden und nicht für ihre Partei, die sie in Deutschland an erster Stelle. Und bei den anderen Parteien gibt es mal einen, irgendjemand, bei den Grünen, die kann man komplett vergessen. Ja, das sind einfach dumme Ideologen, die keine Ahnung haben, was sie da überhaupt fabrizieren. Ja, SPD, wen könnt ihr von der SPD nennen? Niemanden. Niemanden. Und bei der CDU gibt es sehr, sehr viele Leute. Ja, die sind alle bei der Werteunion. Ja, die reden Klartext, die haben einen klugen Verstand und die wissen, wie Demokratie funktioniert. Naja, muss die eigentliche CDU aufwachen und auf uns zurückgreifen. Wir verstehen Demokratie. Ihr mit den ganzen Merkelianern nicht. Also hört mal ein bisschen auf uns von der Werteunion. Dann wird es vielleicht was mit Schwarz-Blau für Deutschland. Euer Michael Kur von der CDU.